me. My shield is unbreakable! Come out, my servant, and fight for me! The experiment was a total success. Me. Divine shield protects you. Well, victory is deserved. Yes. Da war halt einfach die Connection weg. Boah, das war close. Ja, den nächsten schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Aber immer ein bisschen weitergekommen jetzt wieder. Okay. So, schon wieder Helden aufstufen. You desire an audience. And what do you offer? Was war das? Ach, jetzt wieder Blickscreen. Wir müssen das Game, glaube ich, mal neu starten. Das ist sonst komisch. Weil, nutze einen kostenlosen Sofortversuch auf Kamera. Achso, okay, nee. Ich starte das Spiel neu. Das ist ja schlimm. Sorry, aber anders geht's halt gerade wirklich nicht. Irgendwas hat das Game. Da, lol. Sheesh. So, mit der mal reden. Junger Mann! Ich hab dir was zu sagen. Er ist jetzt auch wieder vertont auf einmal. Ich erinnere mich an deine Faces. Du warst da, als wir die Feuer fires. Du bist hier, um zu investigieren, was passiert. Right? I may be old and forgetful, but I assure you that the people you're describing don't live in Northville. Come to think of it, I think Hank saw some outsiders around in the wheat fields that evening. But
but I'm not sure if those are the people you're looking for. Wer ist Hank? Hank is the only fisherman around these parts. He's got no interest in farming, so he spends his days fishing. If you want to talk to him, keep heading north along the river, and you'll find him up at the lake. Oh, poor Hank's been really worried lately, ever since this cold weather froze the lake over. I don't know the details. You'll have to ask Hank. Magister, you absolutely have to try this. I've never had tastier bread in my life. The taste, the texture, the aroma, everything about it is perfect. Not even magic could make something this delicious. Take as much as you'd like. My name is Truman, and I'm Truman, the chief of Ryham. Consider this a welcome, my travel-weary friends. Geil, einfach Truman. We're very grateful for the bread, Chief Truman. I can only imagine the complexity of the recipe required to make something this amazing. If you don't mind, could you share the exact formula with me? I need the flour-to-water ratio, proper kneading techniques, and the exact baking time. You're getting ahead of yourself, young lady. This bread doesn't need a special recipe. The special taste comes from the wheat itself. Many years ago, the legendary mage Merlin saved Ryham from the clutches of hypofiends. A powerful spell was cast, and the weather became as warm as autumn all year round. But I don't sense any trace of magic in the bread at all. That's because there are none in there. All Magister Merlin did was extend the comfortable season of autumn in these parts. These loaves of bread are the results of the hard work of our farmer, and the gratitude we have for the great Merlin. But those things wouldn't affect the taste. I understand this. Where I come from, nature responds to the hearts of the people. The breeze we hear when we greet and embrace our loved ones is different from the breeze we hear when we say goodbye. I don't understand what you're saying, young man. But I still remember the words Merlin said to me that day. He loved the sight of the autumn wind blowing through the waves of grain. He hoped it would never fade. Kenn ich. In der Tat, höchst faszinierend. That's my role model. Words of poetry to my ears. Really? Before Lord Franz did away with Southville's wheat fields, this golden land was even bigger. If you'd seen it, you would know why Merlin loved the beautiful countryside around here. A pity Lord Franz replaced Southville's wheat crop with grapes. With how long I have left, I wonder if I'll ever see those golden fields again. Naja, erstmal ist es eigentlich nicht verkehrt, halt differenzierte Sachen anzubauen, aber Weizen ist wie gesagt beständiger und naja, irgendwie scheint die Traube ja auch vergiftet zu sein, der hat ja eh Dreck am Stecken, also. Now that you mention it. Oh, come on, don't forget what we came here for. We have to keep searching for who's behind the fire at Northville. Let's go. Please let me join the investigation. These loaves of bread are the embodiment of Magister Merlin's compassion and the hard work and gratitude of the village. I won't forgive anyone who tries to destroy that.
Please let me do something to help the place that Magister Merlin once protected. Wir könnten dem jetzt direkt folgen, aber das hier ist ja ein neues Gebiet. Hier ist doch übertrieben viel Zeit wieder zu collecten. Und Sachen, die versteckt sind, wie das da. Und dieses dort. Wir suchen natürlich hauptsächlich nach Truhen. Ah, hier konnten wir beim letzten Mal nicht rein, ne? Als wir da lang gegangen sind, oder? Ich meine schon. Das ist so geil, ne? Dass er jetzt automatisch hingeht. Zehnmal. Hier, das ist dieses 1,19 € Permanenter Kauflimit 1. Da kann man dann reinpayen. Das ist so eine Seite, die ist da drüber einfach nur. Oder? Na gut. Das muss natürlich auch gemacht werden, habe ich mir sagen lassen. Nein, Spaß. Jetzt nicht. Vielleicht am Nachmittag oder so, wobei dieses Angebot läuft ja nachher ab, aber dann ist das halt so. Von so Angeboten sollte man sich ja sowieso nicht hetzen lassen. Da liegt Blut. Direkt gesehen. Der Fischer Hank kann jetzt ja gar nicht mehr fischen. Why do people keep looking for me? Oh, er ist sauer. Direkt mit dem. Or the fire. I have no idea what you're talking about. If you're here to interrogate me, just save your breath. I'm just a poor fisherman. Who would bother threatening someone like me? Nonsense. They just want to learn my secret fishing techniques. Naja. Instead of pestering me here, why don't you go look around where the fire happened? If you find something, Lord Franz might even reward you. Ja, gut. Valen. What happened? Who's that? You were talking to him for a long time. A fisherman. He knows something, but he doesn't want to talk. Oh no. At this rate, the evidence may be covered in snow before we find anything. Weren't you investigating the strange weather in Raiham? Any progress? Do you think he knew you were investigating and is purposefully interfering? If so, someone else may have discovered your true identity. Along with the fire. It's possible that the falling snow was also part of their plan. What are you whispering about? Hey, keep those bunny ears out of our conversation. We don't have much time. Oh, I was about to tell you all something, but after Lorsen's interruption, I've completely forgotten what it was. I'm terribly sorry. You see, before you all arrived, I conducted an experiment here. And the results were completely beyond my expectations. In my experiment, I discovered that Merlin's ward is gradually weakening.
awakening? Yes. Not only that, I discovered that another mage attempted to restore the ward, but could not stop it from weakening. No, no, no! How could this be? Sir Chippy, as a member of the Lyceum, I would never report something unless I was sure. The magic felt brazen and hot, but determined. I have no idea who it belonged to. Whoever was trying to repair the ward was too forceful. It clashed with Merlin's magic. As a result, it showed very little effect. Ja, die Frau im Knast halt. Magic. I wonder. I was thinking the same thing. I'm no mind reader. Some things can be reasoned out. Also, after spending this much time together, I can guess what you're thinking. Tell us, Valen. Who do you think tried to restore Merlin's ward? Muriel, the Scarlet Sorceress. It's so. After being accused of starting the fire, she refused to explain why she was there. There must be something stopping her from telling us. If she was trying to repair the ward, she probably didn't want everyone to know that it was weakening. I have no idea what any of you are talking about. Chippy doesn't know either. Strange weather, the fire, the grapes, and now someone is trying to fix Merlin's ward. Oh no! Chippy's brain hurts. Chippy can't figure this out. Bruh. Right now, we're still missing that last piece of evidence. I have a feeling that everything will fall into place once we find the real culprit behind the fire. Then what are we still waiting for? Let's hurry over to the scene of the fire and investigate. Ja, ich könnte das jetzt machen, aber ich habe da oben ja die fette Truhe gesehen, also ich muss da ja jetzt hin. Ich liebe den Geruch von Geld. Hallo? Was sind die denn aufgestellt? Huch. Alle sind makellos hier. Wie, nichts versteckt? Krass. So, den Waypoint noch aktiviert hier. Da oben ist richtig Action. Bringen wir das jetzt weg, oder was? Streng geheimen Brief nach dem Lesen verbrennen. Der Lord hat keine andere Wahl, als diesen Plan aufzugeben, da sich die sturen Bewohner von Norddorf weigern, Edeltraubtrauben anzubauen. Sie werden unsere Bedingungen akzeptieren müssen, sobald Norddorf seine Einnahmensquelle verliert. Es ist bedauerlich für den Lord, dass es so weit gekommen ist. Scheitern ist keine Option. Schritt 1, Lazell und seine Leute verkleiden sich als Bewohner des Norddorfs, schleichen sich in das Dorf, verteilen überall Brandöl, finden ein Versteck und warten auf das Signal der Magierin. Schritt 2, die Magierin beschwört ein Feuerelementar, um das Feuer wie ein Unfall aussehen zu lassen. Wenn das Feuer zu schwach ist, braucht es mehr Feuerholz, damit es richtig lodert. Hinweis, Hogan ist ein harter Nuss, ein Sündenbock wäre nicht schlecht für alle Fälle. Auf Köpfchen und Improvisation kommt es an.
Wenn es dunkel wird, werden die Dorfbewohner ihr Abendessen zubereiten. Genau dann ist es Zeit loszulegen. Ja, gut, das haben wir uns ja jetzt schon fast gedacht. Ja. Kommt die denn jetzt her? Guck mal, sie. Was auch immer sie kann. Ah, wait, wir haben unseren Damage-Dealer dadurch nicht dabei. Ja, okay. Scheint Schaden zu machen. These results were satisfactory. Lord Franz is in cahoots with bandits and standing in our way to the truth. Oder ein anderer Lord. Ne? Franz wurde nie namentlich erwähnt. Looks like our hard work is starting to pay off. We're all thinking the same thing, right? This fire had nothing to do with magic or with any mage. Although fire elementals did appear, it was after the fire started. The fire may have attracted them. Someone else sparked the fire before they showed up. Mm. The real culprits were those people we saw in Southville before. Lord Francis' henchmen. Disguised as locals, they infiltrated the village and set fire to the wheat. The villagers already had a poor harvest due to the cold weather. If Lord Franz burned that wheat, then what are the villagers supposed to sell? That's their... I can't believe he would resort to such underhanded means just to force Northville to plant his grapes. Wir müssen Lord Franz finden. I'm sure Lord Franz wouldn't just let us question him either. Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher. Hey, Lord Franz, what are you plotting? What nonsense are you spewing, insolent wretch? Guards, seize them! Yeah, if we want to avoid that, we'll need to approach things from a different angle. I've made a preliminary analysis regarding this. If everyone will listen. The magic that surrounds Northville is as clear and pure as spring water. While the magic in Southville, on the other hand, is as thick and muddy as a swamp. The biggest difference between the two is their crops. I suspect that those grapes are responsible for polluting the magic in that area. Die Trauben zur Verunruhigung der Magie, das ist ja schon krass. My hypothesis, I'd like to return to Southville to gather some samples. Was sind das für Trauben? How are you going to do that when Lord Franz is guarding those grapes so closely? Unless. Miss Cassidy, don't tell me you plan on stealing some. It's not stealing if it's for research purposes. Besides, I'm only doing this to get closer to the truth. I only need a single tiny grape. Will ever know it's missing. Then I'll take my leave. May Dura protect you. Sorry to interrupt everyone, but I must be going. Muriel is still being held captive by General Hogan. I need to return to Hollisstone and clear her of any wrongdoing. But more importantly, I need to apologize to her in person. Lord Franz was the real culprit all along. And I am partly to blame for all of the suffering she has endured. General Hogan will want to know more about what's happening here. I need to make a trip back to Hollisstone as well. Lord Franz will never admit to starting the fire. He holds a lot of power around here.
Getting him to confess is something that needs to be discussed with the general. Thanks for the hard work. I'll treat you to whatever you want back in Hollowstone. And don't worry, it'll be on the general's dime. So. You desire an audience. And what do you offer? Das Problem ist, ich kann wahrscheinlich doch nicht bis 18:30, sondern müsste jetzt jeden Moment dann auch aufhören. Ein bisschen doof, aber es sind halt so. Kämpfe vielmehr in der Arena. Vielleicht schaffen wir das jetzt noch. Wir haben 16k. Lass mal gegen diesen 12k-Dude kämpfen. Looks like someone needs a little warming up. Der ist irgendwie nicht so gut, weil er den allen irgendwie gleichzeitig Schaden macht. Und dadurch hatten die früher ihre Fähigkeit, die Gegner. Das dürfen wir nicht nochmal wiederholen, diesen Fehler. Needs a little pick me up. Wen setzen wir denn jetzt noch als Damage Dealer ein? Den Kollegen hier? You'll need my spear. Ich weiß es halt wirklich nicht, ne? Wir können ja mal den ausprobieren. Wobei, nee. Lieber die. Are you lost? I come to protect. Weil die steht bei dem ganz vorne, warum? Well, victory is deserved. Komplett gleich. Ist der gleiche oder wie? Lol, er macht das nur auf sie. Okay.
Das verkacken wir jetzt deswegen. Oder hat sie viele Buffs gehabt? Alle, einfach alle Buffs. Trotzdem geschafft. Well, victory is deserved. Ach ja, alles nebeneinander. Hä? So. Nice. Ausgenockt. Ah, die Yield einmal jetzt dick. Oh Gott. Hat einfach alle Kills gemacht, ne? Victory is deserved. So, noch einen Kampf und dann muss ich auch raus. Ja, diesmal nicht gegen den 20k-Dude. Nein, der hat den. Dass dieser, der einen noch am Leben lässt, selbst wenn er gestorben ist. Die. Oh Gott, nein. Rowan hat halt diese krasse Fähigkeit. Versucht nahe verbindet stetig mit Energie. Das ist schon stark halt. Warum macht der gegnerische, also hält das immer vor meiner? Nein. Fuck, ich glaub's. Well, victory is deserved.
So, irgendwas anderes hatten wir jetzt dadurch auch. Das hier, und jetzt können wir das hier nämlich abholen. Nice. Kurz noch Pack Opening? Oder wie oder was? You desire an audience. And what do you offer? Kurz mal gucken. Nehmen wir 3. Jetzt, sobald wir 4 haben, können wir 6 weitere kaufen, ne? Das ist dann ein Limit von 6 halt. Und wir können 2 hiervon kaufen, mit den 275 hiervon. Oder nur einen. Wie hält denn dieses Angebot? Aktualisiert in 18 Tagen. Ja, dann warten wir noch hier mit ein bisschen was, dann kommen wir da die 2 runtergesetzten, 50% runtergesetzten. Dass wir da direkt ein 10er Pack halt aufmachen können. Bei Münzen auch was kaufen. Gildenladen. Tja, wenn ich wüsste, wer davon noch gut wäre, ne? Die macht halt diese Wasserwelle und das war's. Okay. Hiervon können wir 10 rekrutieren. Ach, hiervon haben wir die 10 bekommen. Das hält noch 8 Tage an. Na komm. Das ist auf jeden Fall dann jetzt einmal eher dabei wahrscheinlich. Nein, okay, sie. Lucia, die haben wir ja schon. Das können wir überspringen. Geil. Ist jetzt auch dieser Vogel dabei. Kafra stößt seinen Gegner zurück und fügt ihm einen Wald. Fügt ihm ein Waldziel zu. Okay. Markiert einen Gegner zu, um diesen Schaden zuzufügen und ihn zu betäuben. Kackvogel, also. Schade. Ja, keine Ahnung, das ist hier ein unending Loop wieder. Ich würde sagen, muss jetzt einfach beenden hier und dann nachher weitermachen, je nachdem, ne, oder PUBG, je nachdem, wie die anderen beiden noch am Start sind, aber es hört sich ja so an, als wenn die nicht mehr am Start wären. Genau, da gucken wir dann einfach mal, wie es passt. Ich mache mich jetzt erstmal vom Acker, macht auf jeden Fall Spaß und wir hören uns dann nachher dann bei dem hier wieder, aber halt spät nachts oder morgen, aber ich muss morgen Nachmittag, Abend arbeiten.
Dementsprechend sehen wir uns dann halt spätestens halt danach wieder. Gut, bis nachher. Ciao, ciao.